Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie nun zu unserem Webinar der Schufried GmbH begrüßen, und zwar heute zum Thema neuropsychologische Basisdiagnostik mit dem Testset Cogbot. Mein Name ist Erik Humohl. Ich persönlich arbeite als Test and Training Consultant bei der Schufried GmbH und unterstütze unter anderem unseren Senior Consultant, Herrn Dr. David Brieber, im Bereich Neuro. Nun schauen wir uns mal an, was ich für die nächsten 20 Minuten geplant habe. Und zwar möchte ich mit Ihnen folgende Fragen durchgehen, beziehungsweise sie beantworten. Erstens, wie sieht denn gerade überhaupt der aktuelle Bedarf an neuropsychologischer Diagnostik aus? Wie wird dieser sich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten entwickeln? Was sind denn die Einsatzbereiche und Eigenschaften des Testset Cogbot? Welche Antworten haben wir also auf den Bedarf an neuropsychologischer Diagnostik? Wie sehen denn überhaupt die Einzeltests im Detail aus? Wie funktioniert die Testauswertung? Und zu guter Letzt, erfüllt das Testset Cogbot die klassischen Testgütekriterien wie Reliabilität und Validität? In Ihrem Webinar-Tool können Sie einerseits mir Fragen stellen, die ich mir am Ende angucken werde und versuchen werde, sie zu beantworten. Andererseits können Sie dann auch am Ende der Präsentation unter Unterlagen diese Präsentation im PDF-Format runterladen. Nun kommen wir auch schon zu dem ersten Punkt auf unserer Tagesordnung, und zwar, wie ist denn der aktuelle Bedarf an neuropsychologischer Diagnostik? Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, sind kognitive Defizite sowohl in neurologischen als auch in psychiatrischen Erkrankungen omnipräsent. Wir haben hier mal eine Liste mit unterschiedlichen neurologischen Störungen aufgezählt, wo kognitive Defizite auftreten. Das sind einerseits Schlaganfall, das Schädel-Hirn-Traumata, MCI und Demenz, Multiple Sklerose und Parkinson. Aber diese Liste kann man auch noch ein ganzes Stück weiterführen. So sieht es momentan aus. Und wie Sie sicherlich auch schon wissen, steigt die durchschnittliche Lebenserwartung stetig an. Ja, wir haben einen demografischen Wandel, wo sich die Alterspyramide immer mehr in einen Altersbaum verändert. Und mit der durchschnittlichen steigenden Lebenserwartung steigt auch die Wahrscheinlichkeit einer hirnbezogenen Erkrankung, zum Beispiel eines Schlaganfalls, an. Hier sehen wir mal vom Statistischen Bundesamt die Alterspyramide bzw. den Altersbaum, wie er jetzt gerade im Jahr 2018 aussieht. Da sehen wir relativ klar, dass der breiteste Anteil bei den ca. 55-Jährigen liegt. Und wenn wir jetzt einfach mal 22 Jahre in die Zukunft in Deutschland schauen und gucken, was da die Prognose ist, sehen wir, dass sich diese Alterspyramide, dieser Altersbaum nach oben verschiebt. Ja, da haben wir dann den mit größten Anteil an lebenden Menschen in Deutschland bei 75-Jährigen. Ja? Und dadurch eben, dass sich diese Altersverteilung verändert, wird es auch immer mehr Bedarf geben an effizienter und effektiver neuropsychologischer Diagnostik. Aber nicht nur in neurologischen Erkrankungen, sondern auch in psychiatrischen Erkrankungen sind kognitive Defizite vorhanden. Hier haben wir Ihnen mal eine Meta-Analyse von Milan et al. Präsentiert. Und zwar sehen Sie hier auf der linken Seite unterschiedliche psychiatrische, psychologische Störungen wie Schizophrenie, der bipolaren Störung, der Major Depression, dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder der generalisierten Angststörung. Und wie man sehr fein an dieser Meta-Analyse erkennen kann, ist, dass in unterschiedlichen kognitiven Bereichen Defizite in diesen psychiatrischen Störungen auftreten. Nicht nur bei neurologischen Störungen, sondern auch bei psychiatrischen Störungen ist die kognitive Diagnostik also relevant. Zu guter Letzt zu diesem Punkt möchte ich Ihnen noch zeigen, dass durch verbesserte Sicherheitstechnologien und effektive Rettungsmaßnahmen Menschen im Schnitt häufiger Unfälle überleben, aber trotzdem Beeinträchtigungen erleiden. Ja, auf der linken Seite sehen Sie einmal eine Statistik der APA, und zwar zu Verkehrstoten in Österreich. Da sehen wir, dass von den 90er Jahren an die Verkehrstoten stetig gesunken sind. Ja. Auf der rechten Seite sehen Sie eine Statistik der Statistik Austria. Und zwar sind an den blauen Balken die Entlassungen, die Spitalsentlassungen dargestellt. Ja. Da sehen wir, es sind in den letzten 50 Jahren diese Spitalsentlassungen stetig gestiegen und damit natürlich auch die Aufnahmen im Spital.
Andererseits sehen Sie aber an dieser Statistik auch an der grau gepunkteten Linie, dass die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen gesunken ist. Ja? Das heißt, es gibt zwar mehr Spitalsaufnahmen, Spitalsentlassungen, aber eine geringere Aufenthaltsdauer. Was bedeutet das jetzt für uns oder für Sie als Psychologen, Psychologinnen? Der Bedarf für eine umfassende und gleichzeitig effiziente Diagnostik wächst stetig. Und da kommen wir auch zum nächsten Punkt, und zwar unsere Antwort auf diesen Bedarf. Das ist das Testset Cogbart unter anderem, und im Folgenden möchte ich Ihnen mal kurz die Einsatzbereiche und Eigenschaften zeigen. Das Testset Cogbart wird vor allem zur neuropsychologischen Basisdiagnostik verwendet. Zur spezifischen Diagnostik von Störungen wie Demenz oder Schizophrenie haben wir andere Testsets wie das CFST oder das CFD. Nein, das Cogbart, das ist eher ein relativ umfangreiches neurokognitives Screening. Es dauert in der Standardausführung ungefähr 50 Minuten und erfasst die Dimensionen Aufmerksamkeit, Gedächtnis und exekutive Funktionen. Wir haben einmal eine Erwachsenennorm, die von 16 bis 80 Jahren reicht, und auch noch eine Jugendnorm, die ist relativ neu, die geht von 11 bis 15 Jahre, sodass Sie das Testset Cogbart auch zur kognitiven Diagnostik bei Jugendlichen verwenden können. Was auch neu ist, dass wir nun eine Parallelform von dem Testset Cogbart haben, sodass valide Verlaufstestungen auch mit diesem Testset möglich sind. Kurz zusammengefasst sind nochmal die Funktionen des Testsets: einerseits das neurokognitive Screening, andererseits die sensitive Erfassung störungsübergreifender Einschränkungen und Hinweise auf alltagsrelevante Defizite und zu guter Letzt die Vorbereitung spezifischer neurokognitiver Abklärungen. Hier auf dieser nächsten Folie sehen Sie auch mal zusammengefasst die kognitiven Dimensionen, die wir mit dem Testset Cogbart erfassen. Da haben wir einerseits, wie schon erwähnt, die Aufmerksamkeit mit den Subdimensionen Alertness, geteilte Aufmerksamkeit und Verarbeitungsgeschwindigkeit. Dann haben wir das figurale Langzeitgedächtnis und als dritten Punkt die exekutiven Funktionen, in dem das verbale Arbeitsgedächtnis, die kognitive Flexibilität und die Planungsfähigkeit erhoben wird. Ich werde Ihnen jetzt im nächsten Schritt auch mal kurz die ganzen Einzeltests des Testset Cogbart zeigen, damit Sie so ein bisschen einen Eindruck bekommen, wie wir überhaupt diese Dimension erfassen. Der erste Test, den wir im Testset Cogbart haben, ist aus dem Bereich der Aufmerksamkeit der allseits beliebte Trail-Making-Test mit dem Teil A. Dieser erfasst die Verarbeitungsgeschwindigkeit, indem der Proband darum gebeten wird, die Zahlen, die Sie hier am Bildschirm sehen, nacheinander zu verbinden. Der Indikator für die Verarbeitungsgeschwindigkeit ist hier die Zeit, die der Proband dafür braucht. Als nächsten Test folgt auch schon die erste Phase unseres figuralen Gedächtnistests, des FGT. Und zwar sollen sich hier die Probanden unterschiedliche figurale Muster einprägen in Form von Quadraten. Ja, die sehen Sie hier zum Beispiel im Folgenden. Als nächsten Test haben wir aus unserer allseits beliebten WAF-Batterie den Untertest der Alertness, den WAF-A, der hier intrinsisch und visuell durchgeführt wird. Dabei sehen die Probanden einen schwarzen Kreis auf dem Bildschirm, und immer wenn sie diesen Kreis sehen, sollen sie die grüne Taste tätigen. Auch hier ist die Reaktionsgeschwindigkeit ein Indikator der Aufmerksamkeit. Als nächsten Test haben wir den zweiten Teil des figuralen Gedächtnistests, und zwar den kurzverzögerten Abruf. Hier müssen die Probanden oder sollen die Probanden die Figuren reproduzieren, die sie sich in der Lernphase gemerkt haben. Und zwar kriegen sie hier einfach ein leeres Quadrat gezeigt, und sie sollen mit der Maus die unterschiedlichen Linien im Quadrat anklicken, sodass sich die Figuren ergeben, die ihnen vorher gezeigt wurden. Zum nächsten Punkt kommt der Teil B des Trail-Making-Tests. Dieser ist in dem Fall kein Test, der die Aufmerksamkeit misst, sondern die exekutiven Funktionen, und zwar genauer gesagt die kognitive Flexibilität. Denn hier sollen die Probanden nicht mehr nur die Zahlen miteinander verbinden, sondern es kommt noch eine neue Aufgabe hinzu. Die Buchstaben, die Sie hier sehen, sollen zwischen den Zahlenreihen in der Reihenfolge des Alphabets eingefügt werden. Der Proband, die Probandin muss sich hiermit auf eine neue Situation, eine neue Aufgabe einstellen, und damit ist dieser Test ein Indikator für die kognitive Flexibilität.
Nun folgt auch noch ein klassischer Test aus dem Bereich der exekutiven Funktion, und zwar der INIP, der Response Inhibition, in diesem Fall im Go-No-Go-Paradigma misst. Dem Probanden, der Probandin werden hier einerseits Dreiecke, andererseits Kreise präsentiert. Die Dreiecke sind in dem Fall die Go-Reize, die Kreise, die No-Go-Reize. Bei den Dreiecken soll gedrückt werden, bei den Kreisen soll nicht gedrückt werden. Das lässt sich schematisch so darstellen. Man hat natürlich viele Go-Reize und wenige No-Go-Reize. Bei den Go-Reizen soll eine Reaktion erfolgen, bei den No-Go-Reizen, den Kreisen keine Reaktion, eine Inhibition. Als nächsten Test haben wir noch einen weiteren Test aus dem Bereich der exekutiven Funktion, und zwar den NBAC-Verbal, der das verbale Arbeitsgedächtnis messen soll mit einer klassischen To-Back-Aufgabe. Hier geht es also darum, dass dem Probanden unterschiedliche Buchstaben präsentiert werden und er darauf achten soll, ob der jetzige Buchstabe der gleiche ist wie der vorletzte Buchstabe. Eine To-Back-Aufgabe also. Allgemein bekannt aus Forschung, aber auch in der klinischen Diagnostik, hier trotzdem mal schematisch dargestellt. Beispielsweise wird dem Proband der Buchstabe F gezeigt, dann G, dann folgt das H und dann wieder das G. Und wie Sie richtig erkennen werden, ist hier das G als beim vorletzten Mal aufgetaucht. Das heißt, hier muss die Taste betätigt werden. Nun sind wir auch schon bei über der Hälfte unseres Testsets angekommen. Und als nächstes folgt nochmal ein Test unserer WAF-Batterie. Diesmal nicht aus dem Bereich der Alertness, sondern aus der geteilten Aufmerksamkeit. Und zwar crossmodal, sowohl auf dem visuellen als auch auf dem auditiven Kanal. Die Aufgabe gestaltet sich hier so, dass wenn das Quadrat, was Sie auf dem Bildschirm sehen werden, zweimal hintereinander heller wird oder der Ton, den der Proband hört, zweimal hintereinander leiser wird, soll die grüne Taste gedrückt werden. Schematisch lässt sich das so darstellen. Einmal visueller Kanal, einmal auditiver Kanal. Ein Szenario ist, dass der Ton einfach zweimal dann da gleich laut bleibt. Darauf muss keine Reaktion erfolgen, aber dass das Quadrat zweimal hintereinander heller wird. Und wie Sie richtig erkennen, wird in diesem Fall die grüne Taste gedrückt. Es gibt natürlich auch noch das Szenario, dass das Quadrat einfach nicht heller wird, sondern der Ton zweimal hintereinander leiser wird, dann müsste man auch, wie Sie richtig erkennen werden, die grüne Taste drücken. Ja, hier haben wir also die geteilte Aufmerksamkeit auf den zwei Kanälen, visuell und auditiv. Nun folgt auch schon fast das Ende des figuralen Gedächtnistests, und zwar der langverzögerte Abruf. Hier gestaltet sich die Aufgabe genauso wie beim kurzverzögerten Abruf. Der Proband soll die geometrischen Figuren, die er sich merken musste, reproduzieren. Als letzte Phase des figuralen Gedächtnistests folgt dann das Wiedererkennen. Wir messen also damit nicht nur die freie Reproduktion, sondern auch das Wiedererkennen, wo dem Probanden unterschiedliche Quadrate präsentiert werden und er oder sie soll entscheiden, ob es sich hierbei um eine neue Figur oder eine gelernte, bekannte Figur handelt. Nun kommen wir auch schon zum letzten Test der Standardform des Testsets Cockpart, und zwar dem Tower of London, der die Planungsfähigkeit messen soll. Wie Sie hier ganz gut sehen, besteht jede Aufgabe aus zwei Bildern. Oben sieht man den Zielzustand, unten den Ausgangszustand und links sehen Sie die minimale Anzahl an Zügen zur Lösung der Aufgabe. In diesem Fall müsste der Proband also erst auf die blaue Kugel klicken, diese dann auf die gelbe setzen, dann auf die rote Kugel klicken und diese oben auf die blaue setzen und mit den zwei Zügen wäre er am Ziel und hätte die Aufgabe gelöst. Die Aufgaben werden natürlich auch ein wenig komplexer und das ist ein Test aus dem Bereich der exekutiven Funktionen. So, nun sind wir auch schon am Ende des Testset Cogbuds angekommen. Wie Sie hier sehen, gibt es aber auch noch Add-on-Tests. Einerseits kann die Mausbedienung evaluiert werden, gerade vielleicht hilfreich bei Menschen, die nicht sehr computeraffin sind, um eine Verzerrung der Ergebnisse aufgrund schlechter Mausbedienung zu vermeiden. Andererseits können zusätzlich noch der Neglect und die subjektive geistige Leistungsfähigkeit als Add-on-Tests erfasst werden. Nun kommen wir auch schon zum vorletzten Punkt, und zwar, wie funktioniert denn unsere Testauswertung? In den letzten Monaten haben wir uns viel, viel Mühe gegeben, unsere Cockpit-Auswertung auf den neuesten State of the Art Stand zu holen. Wir haben Strukturgleichungsmodelle aufgestellt, um unterschiedliche Indizes zu erreichen. Einmal den allgemeinen Cockpit-Indiz,
der einfach zeigen soll, okay, gibt es eine beeinträchtigte kognitive Leistungsfähigkeit oder nicht, als ein Punktwert, beispielsweise geeignet als Übersicht für Ärzte, Angehörige oder Patienten. Dann haben wir auch noch dimensionsspezifische Indizes, Aufmerksamkeit, Gedächtnis und exekutive Funktionen aufgestellt, die sich beispielsweise eignen zur Auswahl von Interventionen. Zu guter Letzt gibt es auch noch die Hauptvariable, die Subdimension in unserer Auswertung, und die eignet sich für spezifische Informationen. Wie die aufmerksamen Zuschauer unter Ihnen schon gesehen haben werden, sieht man in der Ergebnistabelle auch gleichzeitig die Erst- und Verlaufstestung. Sie können also an den Hauptvariablen, an den dimensionsspezifischen Indizes und am Cogbat-Index auf einen Blick evaluieren, gab es zum Beispiel nach einer Intervention eine Besserung oder nicht. Das führt uns auch schon zum letzten Punkt. Erfüllt das Testset Cogbat denn die klassischen Testgütekriterien? Ich darf ein wenig vorweggreifen. Ja, das tut es. Hier sehen Sie mal die Reliabilitäten der Einzeltests anhand der Hauptvariablen, und zwar am Cronbachs Alpha und an dem modernen Mass Greatest Lower Bound evaluiert, wie Sie nach Durchsicht dieser Tabelle sehen werden. Ja, das Cogbat erfüllt das Gütekriterium der Reliabilität, und zwar vielerlei auch im exzellenten Maße mit Reliabilitäten, die teilweise über die 0,9 reichen. Natürlich haben wir auch die Validität unseres Testsets überprüft, einmal die Konstruktvalidität mit Analysen in Strukturgleichungsmodellen, und zwar zeigen da unsere empirischen Daten eine theoriekonforme Faktorstruktur. Wie Sie hier sehen, ergeben sich die einzelnen Indizes, Attention, Executive Functions und Memory, wie ich sie vorhin schon dargestellt habe. Und die Statistikkenner unter Ihnen sehen unten an der Modellgüte, dass wir mit einem RMSEA von 0,06 und einem CFI von 0,975 wirklich eine sehr schöne Modellgüte erreicht haben. Natürlich haben wir nicht nur die Konstruktvalidität, sondern auch die Kriteriumsvalidität überprüft. Im Rahmen von einer Multi- bzw. von mehreren multizentrischen Studien wurden unterschiedliche Personen bzw. Patientengruppen mit dem Testset Cogbat untersucht, und die Hauptfragestellung war eigentlich, kann das Testset zwischen gesunden Personen und Patienten unterscheiden? Natürlich nach einer Parallelisierung nach Alter, Geschlecht und Bildung, um diese Kovariaten als Einflussfaktoren auszuschließen. Einerseits wurde dies an Patienten mit Schizophrenie evaluiert, und wie Sie hier in der Tabelle sehen, ja, gesunde und Patienten mit Schizophrenie unterscheiden sich signifikant und mit mittleren bis großen Effektstärke im Cogbat-Index, auch in allen dimensionsspezifischen Indizes sowie in allen Hauptvariablen. Ja, bei dem Cogbat-Index haben wir sogar eine Effektstärke von 1,2 in Cohen's d. Das Ganze wurde auch durchgeführt mit depressiven Patienten. Hier sehen wir auch, ja, gesunde und Patienten mit Depressionen unterscheiden sich signifikant und größtenteils mit mittleren Effektstärken im Cogbat-Index und in allen dimensionsspezifischen Indizes. So, jetzt kommen wir auch schon zum Ende des Webinars und zu einer kurzen Zusammenfassung, und zwar den Merkmalen des Testset Cogbats. Es ist ein digitales Testset zur kognitiven Basistestung und Screening angeboten von uns, der Schufried GmbH. Wir haben Paralleltestformen für valide Verlaufstestung, eine umfassende Normierung von 11 bis 80 Jahren. Es gibt neue Innovationen der Auswertung, die Indizes und die dimensionsspezifischen Indizes anhand von Strukturgleichungsmodellen und eine wunderbare gemeinsame tabellarische Darstellung von Erst- und Verlaufstestungen. Außerdem erfüllt das Testset Cogbat die Testgütekriterien teilweise im exzellenten Sinne. Ich danke Ihnen vielmals für Ihr Interesse, für die Aufmerksamkeit.